Wahlkampf vor Ort. Das heißt auch, dass man sich mit ungewöhnlichen Themen beschäftigt und sehr, sehr viel dazu lernt. Heute bin ich in Berlin beim Christoph-U-Institut. Genau. Christoph, was machst du eigentlich? Wir kümmern uns um die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland. Also wir kümmern uns um kreative Unternehmer, dass die besser wahrgenommen werden, dass die mehr Geld verdienen, dass die als wirtschaftspolitische Akteure dafür stehen, dass sie Deutschland erneuern können. Sind sie denn relevant? Ich meine, heute redet gerade um die Ecke im Bundeskanzleramt über die Autoindustrie. Die schaffen viele hunderttausende Arbeitsplätze und die Kunst und Kultur stellt man sich so klein, winzig, ja, also irrelevant vor. Nee, in Summe ist tatsächlich so, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft genauso viele Arbeitsplätze, fast über 1 Million im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft hat. Aber ist natürlich ganz anders strukturiert, ist ganz vielfältig, ist ganz bunt, gibt es klein, gibt es groß, gibt ganz, ganz viele kleine. Aber von der Bruttowertschöpfung ist sie schon lange so bedeutend wie die Automobilindustrie und wahrscheinlich in Zukunft bedeutender als die Automobilindustrie, weil die Zukunft der Automobilindustrie ohne die Kreativwirtschaft gar nicht zu denken ist und umgekehrt auch. Gib uns mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Mobilität hat sich komplett verändert. Also eine junge Generation heute will überhaupt gar keine Autos mehr kaufen, sondern eben teilen, und ohne App und Spieleentwicklung ist das gar nicht denkbar. Wenn man heute einen Jugendlichen versucht zu erreichen, dann hat er 10.000 Stunden in seinem Leben digitale Spiele gespielt, also ist von der Games-Industrie sozialisiert. Und um zu verstehen, wie dessen Nutzungsverhalten ist, muss man sich mit der Spieleindustrie auseinandersetzen. Das heißt, wenn es so etwas wie eine Mobilitäts-App gäbe, ja, dann wer würde es von den Kreativen kommen? Dann kommt es ganz sicher von den Kreativen meistens, weil die diese Programmierung ja machen und die Oberflächengestaltung machen oder die Nutzer analysieren und sich auch Gedanken darüber machen müssen, wie Ältere das nutzen, die vielleicht gar kein Handy haben, ne? Oder ein ganz holistisches Bild sozusagen machen müssen. Kreative zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine andere Perspektive einbringen können als das immer Gleiche. Das ist ihr Job. Und das ist genau das, was wir Grüne auch fordern. Was forderst du denn von der Politik? Ich glaube, die Politik kann ganz, ganz viel tun, indem sie genau das macht, was wir gerade machen, indem wir miteinander reden und ins Gespräch kommen und gucken, was man an welchen Stellen besser machen kann. Politik selber hat ja auch ein Imageproblem an vielen Stellen, dass sie eben nicht richtig wahrgenommen wird mehr oder auch selber sich erneuern muss, sozusagen in ihren Kampagnen oder eben in Social-Media-Aktivitäten. Und da sind Kreative gute Ansprechpartner. Also Politiker können in ihren Wahlkreisen mit Kreativen reden, können Stammtische machen, können die sozusagen auf Augenhöhe einladen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man erstmal miteinander ins Gespräch kommt, um sich kennenzulernen, bevor man große Forderungen stellt. Und dann kann man überlegen, was man fordert. Zukunft wird aus Mut gemacht. Und es waren immer wenige Menschen, die die Welt zum Bewegen gebracht haben. Und ich glaube, viele von diesen Menschen waren kreative Menschen. Sie kamen aus Kunst, Kultur und sie waren die Schaffer. Für die steht das EU-Institut hier und für die stehen auch wir als Grüne.